Diese Leitung wird mit etwa 40 Bar Druck betrieben. Hier in Emsbüren haben wir eine Verteilstation zum einen und eine Station, wo der Druck der großen Pipeline gemindert wird. Und in dieser Liegenschaft hat es heute gegen 13.25 Uhr eine Explosion gegeben, in deren Folge dann jede Menge Gas verbrannt ist und mit einer Stichflamme bis etwa 60 Meter gen Himmel geschossen ist. Die Ursache ist zurzeit noch völlig ungeklärt, weil momentan aufgrund der großen Hitze und des bestehenden Gas-Luft-Gemisches noch niemand den Brandort betreten darf. Die Pipeline-Betreiber haben mittlerweile die Gasschieber gesetzt, sodass der Druck gemindert ist und irgendwann mal auch das Feuer erlöschen wird. Und wenn dann das Gelände betreten werden kann, dann werden die Mitarbeiter von der Brandkommission sicherlich auch die Ursache finden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich zur Zeit der Explosion niemand auf dem Gelände befunden. Gefahren für die Umgebung haben nicht bestanden, weil in der Nähe niemand wohnt und die Stichflamme aufgrund des schwachen Windes nicht gerade nach oben geschossen ist. Nun, die Einsatzkräfte von den Feuerwehren sind tatsächlich auch auf solche Dinge vorbereitet, wie man hier sieht. Es dauert halt eine gewisse Zeit, bevor die Einsatzkräfte ihr Equipment aufgebaut haben, aber im Grunde genommen sind sie schon vorbereitet. Ja.